René Scheppler, ich habe dich letztes Jahr im Oktober auf der Buchmesse getroffen und habe gesagt, was ist jetzt eigentlich mit deinem Bildungsblog, der Lernwolke? Jetzt frage ich dich wieder, was bitte ist mit deinem Blog? Das war ja ewig tot. Die Lernwolke fliegt wieder. Sie ist am Schweben. Die Zugriffszahlen sind mehr als befriedigend. Und die Inhalte sind auch wieder da, hoffe ich. Also neue Schwerpunkte gesetzt mit der Reformpädagogik, Reformpädagogik 2.0. Unser Blogprojekt läuft weiter, ein Wiki-Projekt läuft weiter. Das heißt, ich bin guter Hoffnung, dass nach der Blogpause auch wieder neue Inhalte erscheinen werden. Und was hat dich jetzt motiviert, wieder loszulegen? Gibt es neue Inhalte oder hast du mehr Zeit? Der Zeitfaktor ist ein ganz wesentlicher, das stimmt. Ich bin Klassenlehrer in der Gesamtschule, begleite die Klasse seit der 5. Klasse und wir haben jetzt in den letzten 1-2 Jahren die Pubertät gemeinsam durchlebt mit all ihren Vor- und Nachteilen, was Arbeitsbelastung angeht. Und tatsächlich ist jetzt wieder mehr Luft, aber tatsächlich sind auch die Themen aktueller geworden. Wenn ich auf die Reformpädagogik schaue, hat sich da für mich ein Feld aufgetan, wo ich sage, diese gute, diese bewährte Art der Pädagogik braucht an manchen Stellen doch ein etwas frisches Gewand und mit Hilfe der digitalen Medien, die da ideologiemäßig, glaube ich, gar nicht so weit weg sind, ergibt sich da für mich gerade eine neue Spielwiese, die ich gerne ausprobiere. Reformpädagogik ist doch eigentlich seit den Skandalen um die Odenwaldschule herum ziemlich tot. Und das klingt für mich so ein bisschen, als ob man jetzt den mit der Reformpädagogik verbundenen pädagogischen Errors ins Netz überträgt. Heißt das jetzt, dass der Lehrer mit den Schülern auf Facebook kuschelt? Nein, das heißt es nicht. Die Skandale sind tatsächlich ein guter Ausgangspunkt. Aus meiner Sicht etwas, was am Boden liegt, etwas Totgesagtes, kann man, glaube ich, ganz gut auch wiederbeleben. Diese Skandale haben ein Schlaglicht auf die Reformpädagogik geworfen, die gezeigt haben, dass dieses Modell seine Schwächen hatte und seine Gefahren birgt. Darum geht es aber nicht hauptsächlich. Es geht nicht darum, aus meiner Sicht, die Reformpädagogik zu entschuldigen oder womöglich schön zu reden, was dort damals passiert ist. Da sind tatsächlich schrecklichste Dinge passiert. Die Ansätze sind sehr ähnlich. Den Schüler in den Blick zu nehmen, die Schülerzentrierung, die Partizipation der Schüler zu stärken. Es geht nicht darum, primär das Schüler-Lehrer-Verhältnis in diesem schiefgelaufenen reformpädagogischen Sinne in den Blick zu nehmen, sondern es geht darum, Arbeitsweisen, Arbeitsmethoden, vor allem aber eine Haltung zum Lernen und zum Lehren, die mit Montessori, mit Freinet ganz interessante Ansätze hervorgebracht hat, mit Hilfe der Web 2.0-Tools vor allem wiederzubeleben und auch einen Schritt weiterzuführen. Reformpädagogik 2.0. Erzähl mir einfach, was du dir darunter vorstellst. Reformpädagogik 2.0 bedeutet letztendlich, die Schüler mehr in den Fokus zu nehmen. Wir haben von Freinet das Modell der Schreibmaschine im Unterricht, der Druckerei im Unterricht. Ja, dieses Modell, selber Texte zu produzieren, freie Texte zu schreiben, die zu gestalten, zu layouten und zu publizieren und den Schülern damit eine Sprache zu geben. Dieses Modell steckt nahezu 1:1 in Blogs und in Wikis drin. Auch hier haben die Schüler die Möglichkeit, eigene Produkte aus sich heraus zu erstellen und die öffentlich zu stellen und damit auch eine Anerkennung wieder zu bekommen. Dahinter steckt die Idee der Wertschätzung, die in der Reformpädagogik einen großen Stellenwert hat, die Produkte, die Arbeit, das Lernen der Schüler wertzuschätzen und ihr einen Sinn zu geben, eine Sinnhaftigkeit zu geben. Und da bieten sich die digitalen Medien stark an, weil damit eine Wertschätzung weit über die Klasse, weit über den einzelnen Lehrer hinaus möglich wird. Mir wurde vorhin sinngemäß gesagt, dass strukturell ein Lehrer, der nicht an einer reformpädagogischen Schule arbeitet, nicht in der Lage sei, Schülern wertschätzend zu begegnen. Du bist in einer reformpädagogischen Schule tätig. Ich nehme an, du siehst das genauso. Nein, ich glaube, da kommen wir nicht ganz zusammen mit dieser plakativen Aussage. Ich kann mir auch kaum vorstellen, wo das herkommt. Ich habe meine Ausbildung in einem klassischen System genossen. Ich habe auch ein
normales Gymnasium in Anführungszeichen erlebt und auch dort habe ich versucht, diese Ideen, diese Gedanken mit einzubringen und habe da auch gemerkt, dass es möglich ist. Ja, also diese These würde ich von daher überhaupt nicht unterstützen. Im Gegenteil, jetzt gerade auf dem EduCamp habe ich gestern bei der Einführungsveranstaltung wieder mitbekommen, wie aktiv auch Grundschulen vor allem sind, ja, und nicht reformpädagogisch orientierte Grundschulen, ja, im Gegenteil, ganz normale Grundschulen irgendwie haben ein Aktivitätspotenzial und ein Innovationspotenzial hier auf dem EduCamp alleine gezeigt, die zwei Schulen, die wir gesehen haben, wo ich im Gegenteil sagen würde, da ist viel zu viel noch im Versteckten, im unöffentlichen, im nicht öffentlichen Raum unterwegs. Da schlummern Potenziale, von denen wir, glaube ich, gar nicht zu träumen wagen. Und mit der Lernwolke.de wirst du uns wahrscheinlich auch diese Potenziale wieder nahebringen, sodass wir in Zukunft wieder mehr von René Schäppler im Netz sehen und hören werden. Ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke.